Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diese kleine Funktion von Windows mit der Einrastfunktion deaktivieren kann. Die kommt, wenn man zum Beispiel fünfmal die Shift-Taste drückt. Und wenn manche Spiele spielen, dann andauernd diese Funktion kommt, nervt das doch schon ziemlich stark. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie man die deaktivieren kann. Dazu geht man erstmal in die Systemsteuerung, also Start, Systemsteuerung, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Dann geht man hier auf erleichterte Bedienung, dann Center für erleichterte Bedienung. Und dann auf Tastatur, Bedienung mit der Tastatur. Dann steht hier Einrastfunktion. Klickt man auf Einrastfunktion einrichten. Und dann nimmt man hier diesen Haken raus. Und damit es auch nicht tutet, nimmt man das weg. Und damit hier noch kein Symbol ist, nimmt man das auch weg und klickt auf Übernehmen. Und okay. Und jetzt kann ich die ganze Zeit Shift drücken und nichts passiert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt weiterhelfen und ihr könnt jetzt in Ruhe zocken und Spiele spielen, ohne dass euer ganzes System durch die Gegend fliegt und die Spiele weg sind. Ja, genau. So können sich manche da aufregen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.